Hi alle zusammen, freut mich, wir sehen uns schon wieder auf meinem Kanal. Ich habe für euch ein paar Tipps vorbereitet, Tipps, welche kann jede verwenden. Ich werde gerne deine Haare selber machen, stylen, schneiden, helfen. Das ist nicht immer möglich. Wir wohnen vielleicht nicht nebeneinander, nicht in einem Stadt. Deswegen habe ich Tipps vorbereitet. Wie findest du das beste, passende für dich Friseur? Genau dein Friseur. Das erste musst du das Salon finden. Am besten fangst du sofort im Internet. Viele Salons haben eigene Website. Dort kann man sich erkundigen oder nachschauen, was für eine Preise die haben. Überhaupt die ganze Feinigkeiten, was betrifft ein Salon. Wann bist du schon drin? Achte, wie sehen die Mitarbeiter? Wie sieht jeder Friseur? Was für eine Haare hat er denn? Die machen sich normalerweise immer gegenseitig die Haare. Und so kannst du ruckzuck rausfinden, ist das dein Typ oder nein. Zweiter Eindruck. Das ist das Wichtige für dich. Die Atmosphäre vom Salon. Die Sauberkeit. Und glaub mir, das erste Bauchgefühl, was du hast, das ist das Richtige. Deswegen neigen, schauen. Und wann hast du das gute Gefühl, hier werde ich mich wohlfühlen, gut fühlen, das ist schon gut. Das Weiterbilden bei jedem Friseur ist sehr wichtig. Frag deinen Friseur, ob er bildet sich weiter. Frag ihm, er soll dir erzählen, was für ein Gefühl das Weiterbildung in ihm weckt. Bei der Vereinbarung von erstem Termin bei deinem Friseur, was ist wichtig, ob die nehmen deine Telefonnummer? Das ist, ob die sind richtig engagiert, zum Beispiel dich telefonisch zu erreichen, wenn das Termin muss verschieben werden. Oder wenn zum Beispiel musst du ein bisschen länger warten. Pass auf das auf. Wenn alle diese Sachen bis jetzt haben geklappt, das bedeutet, hast du schon deinen ersten Termin bei deinem neuen Friseur. Das ist ein Beratungstermin, sehr wichtiger Termin. An diesem Termin, er werde dich kennenlernen. Er werde kennenlernen deine Haare, deine Gewohnheiten, deine Tagesroutine mit dem Haar. Was machst du jeden Tag mit dem Haar? Tust du die nur Luft trocknen oder föhnen? Er werde achten auf alle deine speziellen Wünsche. Dass du zum Beispiel machst Sport und magst du am Tag Pony tragen, aber zum Sport willst du ein Klammernei tun. Das ist ein wichtiger Termin. Alle diese Sachen, er soll von dir wissen. Er muss dich über diese Sache fragen. Was ist noch wichtig? Das ist dein Styling. Dein Outfit. Er liefert jedem guten Friseur sofort ein Draht, was für eine Persönlichkeit hast du. Jeder gute Friseur wird froh, wann bringst du deine Vorschläge. Foto von deiner Lieblingsfrisur, von dieser Frisur, welche willst du haben. Aber das ist ein Trick in dieser Sache. Du kannst sofort rausfinden, ist das gute Handwerker oder nicht. Kein guter Handwerker werde dir das irgendwie so erklären, das passt überhaupt nicht mit deinen Haaren und das kann man nicht machen. Er wird leicht, sanft erklären, versuchen dir das zu erklären, dass das geht nicht aus dem oder aus anderem Grund. So erkennst du den guten Handwerker. Vergiss nicht Tipps für zu Hause. Nachdem, wann sind deine Haare geschnitten, geföhnt, gestylt? Er muss erzählen, erklären, wie sollst du selber daheim mit diesen Haaren umgehen? Wie sollst du die föhnen? Wie sollst du die stylen? Dein Lieblingsprodukt zu benutzen, Shampoo, Condition, etwas, was hast du daheim?
das soll normalerweise kein Problem sein, in dem Salon zu benutzen. Meine Schwester war mit mir einmal in Stadt und sind wir zum Dunkin' Donuts gegangen, da Kaffee zu trinken. Da haben wir die Kaffee bestellt, meine Schwester kriegt ihre Becher, nimmt den Becher und bevor hat sie getrunken, hat sie gemerkt, hat sie gerochen, dass obendrauf die Verkäuferin hat bestreut Zimt. Und meine Schwester sofort den Becher zurückgestellt und hat sie gesagt, sie haben da Zimt neu gestreut, ich mag kein Zimt, ich bin allergisch auf den Zimt. Und die Verkäuferin sofort den Becher zurückgenommen und hat sie einen Kaffee ohne Zimt gegeben. Ich habe so geguckt, ja, ich wusste, sie ist nicht allergisch, ja. Und dann sind wir rausgegangen, habe ich sie gefragt, wieso hast du so gesagt, wieso, du bist nicht allergisch. Und meine Schwester hat gesagt, oh, ich habe keine Lust jetzt auf den Zimt. Und da nicht zu diskutieren, habe ich einfach so gesagt. Ein neues Produkt in deinem Salon zu kaufen, das machst du bestimmt auch. Aber in gutem Salon soll die Möglichkeit sein, für den Kundschaft das Produkt auszuprobieren. Oder frag dein Friseur, ob hat er die kleine Werbungpäckchen. Das musst du selber ausprobieren. Wie ist das mit dem Produkt daheim? Ab und zu, leider, das passiert. Bist du unzufrieden? Die Reklamation. Jeder gute Friseur lässt dich nicht aus dem Salon unzufrieden. Er wird alles versuchen, gut zu machen oder zu verbessern. Aber nur dann, wann sagst du ihm Bescheid? Viele Frauen gehen nach Hause und heulen oder sind unzufrieden. Und das ist nicht der Sinn, das Besuch in einem Salon. Dann bitte, wann ist so ein Fall? Sag etwas Bescheid, dass der Friseur hat die Möglichkeit, schon wieder deine Vertrauen zu gewinnen. Die alle Themen aus diesem Video habe ich ausführlich vorbereitet für dich auf meiner Website. Da kannst du alles genau noch nachlesen. Wenn hat dir mein Video gefallen, gib mir ein Like oder das wäre auch toll. Teil mein Video mit deiner Oma oder Freunde. Das würde mir sehr helfen. Wenn bist du noch nicht mein Abonnent, dann bitte abonnieren meinen Kanal und wir sehen uns nächste Woche.